Am 5. Oktober ist in der Galerie im Kloster Schöntal bei Langenbruck eine Ausstellung eröffnet worden, die der Titel «Botanigramme» trägt. Der Ausstellungsort, die Galerie und die Werke sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und geben ein eindrückliches Gesamtkunstwerk. Der Leiter der Galerie im Kloster Schöntal, der John Schmidt, gibt eine kurze Einführung zum Ausstellungsort, während der Kurator und die Künstlerinnen über das Kunstwerk Auskunft geben. Ich gebe gerne einen kurzen Steckbrief. Also, es geht zurück auf 1145, wo der Graf von Frohburg im Benediktinerort ein Kloster geschenkt hat. Vermutlich hat er das nicht ganz uneigennützig gemacht, weil er hat damit auch eine gewisse Kontrolle und Macht können ausüben über den Passübergang Hauenstein hier in der Nähe. Und zum anderen hat es auch noch Eisenerzvorkommen gehabt auf dem Gebiet, wo wir übrigens heute auch noch haben. Dann ist es 1415 um einen sehr weiten Orden übertragen worden. Und schicksalshaft war dann der Kirchweihtag, der 1. Mai 1525, wo die einheimischen Leihbauern, zum Kloster früher haben sieben Leihbauernhof gehört, und die sieben Leihbauern, die haben kurz vor der Reformation Aufruhr gemacht hier an diesem Ort und haben das Kloster verwüstet und die letzten Nonnen in Flucht gejagt. Dann hat es nur noch wirtschaftlichen Zweck gedient. Das hat im Spital Basel gehört, als Sennhof. Spital Basel war seinerzeit auch ein Armenhaus gewesen. Man hat das Spital beliefert mit Landwirtschaftsgütern von hier. Nachher ist es an von Roll Eisenwerk übergegangen. Die haben Buchenwälder zu Holzkohle verarbeitet. Und man hat dann im 17. Jahrhundert eine Ziegelbrennerei eingerichtet in der Kirche, also völlig zweckentfremdete Nutzung. Ziegelbrennerei, die dann nachher um 1670 herum wieder aufgehoben worden ist. Und nachher ist es im Ende 19. Jahrhundert ist es dann in einem Basler Bankier namens Merian an einer Gant zugefallen. Er hat das als Sommersitz benutzt. Es hat einen Weg aussen von der Wand gerieselt. Man hat es eben nur als Wohnung benutzt im Sommer, wie das oft so ist. Und als ich es 1987 konnte kaufen, war eine grosse Renovation fällig. Und dann ist der Kanton eigentlich aufmerksam geworden, was sie hier für ein Baudenkmal haben. Es gibt ja im Kanton Basel-Land ganz wenig Baudenkmäler. Das ist Schloss Wildenstein, Ermitage in Ahlesheim und eben Schöntal. Im Gegensatz zu Basel, wo ja eigentlich voll steckt mit Baudenkmälern. Also das ist der kurze Abriss. Also nicht vergessen sollte natürlich die Neubestimmung, die das gekriegt hat. Nämlich im Jahr 2000 haben wir hier einen Skulpturenpark eröffnet. Mit bescheidenen Anfängen, der ist stattlich angewachsen inzwischen mit rund 28 Skulpturen, die man kann erwandern in dieser wunderbaren Topografie. Es ist ja eine traumschöne Landschaft, die wir hier haben im Jura. Hügelig, es hat Bäche, es hat Felsen und es ist natürlich ein Glück, wenn man so ein Gebiet zur Verfügung hat, um Skulpturen zu platzieren, wo nicht von uns einfach angekauft werden, sondern wir vergeben Werkaufträge und Künstler, die mit dem Ort vertraut sind, Vorschläge machen. Und wenn sie gut sind, tun wir das finanziell begleiten und auch sonst, bis es fertig ist. Und dann geht es in unser Eigentum über. Hermann Jaguagno, ihr fungiert als Kurator von dieser Ausstellung, die zwei sehr spezielle Künstlerinnen zusammenführt. Könnt ihr uns einen kurzen Einblick geben, wie ihr die Ausstellung geplant habt? Ja, also kennen beide Künstlerinnen auch erst seit etwa 3 Jahren. Es sind beide auch auf eine Art Newcomer, also sind noch kein Name in der Kunstszene. Und das hat mich aber gerade interessiert, weil sie so intensiv arbeiten, weil sie geradezu obsessionelle Kunst machen. Es sind beides Zeichnerinnen und beide beschäftigen sich im weitesten Sinn mit Natur und Pflanzenwelt. Wie seid ihr auf das Kloster Schöntal als Ausstellungsort gekommen? Ja, ich bin da Stiftungsrat, wie dieser schönen Stiftung an dem schönen Ort.
Und wir haben eigentlich immer oder probieren, Ausstellungen zu machen, die eine Beziehung haben zum Kloster. Entweder zum Ort, zu der Geschichte des Klosters oder eben vor allem zur Umgebung, zur Natur oder zu dem Skulpturenpark, wo es auch gibt, da rund ums Kloster. Das Kloster beinhaltet ja ein fantastisches Konzept von Kunst und Kultur zusammenzubringen in einer sehr außergewöhnlichen Umgebung. Wie ist es aber, dass genug Publikum daherkommt? Wie organisiert ihr das? Ja, also heute Abend gibt es zum Beispiel viel an dieser Vernissage. Es hat auch viele Wanderer immer und so. Es war aber nie die Meinung gewesen, dass es ein Tourismusort soll geben, obwohl der Herr Schmid ein Werber war früher noch, macht er praktisch keine Werbung für den Ort. Also er möchte das als Kunstort, auch ein bisschen als Oasen, als Ort der Einkehr und Besinnung, wie das früher in den Klöstern war. So sieht er das. Frau Gislin, eure Bilder erinnern mich an Herbarium oder an Brems Tierleben, etwas, das enzyklopädisch, etwas, das festhalten. Gehe ich richtig in dieser Annahme, dass ihr das macht? Es hat durchaus auch Elemente von Tier drin. Oft vieles sind Vermischungen von Tier und Pflanzen und menschlichen Teil. Das zum Beispiel, man könnte ja zum Beispiel denken, das ist ein Bulle oder so, der durch die Luft fliegt. Das ist aber eine Baumnuss. Also, wenn man das vergrößert, das ist die Hälfte von einer Walnuss, oder? Das ist eine andere Hälfte von einer Walnuss. Sieht aus wie ein fliegendes Gefieder. Also mich fasziniert einerseits das Lebendige in seinen verschiedenen Spielarten und Brems Tierleben, wo man das noch so sorgfältig ausgemöbelt hat alles. Andererseits auch Brutalität und Härte von der Maschine. Das ist ja etwas, was aufeinander kracht heute brutal in der Außenwelt. Aber als Psychoanalytiker gesehen ist eben auch in der Innenwelt herrschen so Verhältnis. Gibt's verschiedene Kräfte, die Kämpfe ausführen miteinander. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich als Betrachter empfinde es nicht einmal als brutal, sondern als Versuch, eine Funktionalität festzuhalten. Wie eine Mechanik. Was könnt ihr da dazu sagen? Ja, schauen Sie, es ist, was ich drin gebe, das ist viel mehr, interessiert mich an einer Ausstellung, wo ich das einmal zeigen kann und ein Feedback kriege. Zum Beispiel so etwas, wie Sie sagen. Sie sehen etwas anderes drin, oder? Sie sehen, wie das abläuft und funktioniert und nicht, wie das kämpft miteinander. Das hat mit Ihrer Innenwelt zu tun. Die ist anders gestrickt als meine. In meiner herrscht offensichtlich viel mehr Schlacht als in Ihrer. Darum habe ich andere Einfälle, oder? Das ist wie bei einer Rorschach-Tafel. Zeigt man den Leuten die Hinterglecks. Und dann muss jeder einen Einfall haben dazu. Was ist es der eine? Das ist ein Schmetterling. Der andere sagt, das ist ein fliegender Drache. Der dritte sagt, das ist ja ein Klecks. Das ist ja gar nicht ordentlich. Und je nachdem, wie die Leute das interpretieren, kann man Rückschlüsse ziehen auf die Welt der Menschen. Das ist das Tolle am Bildermalen. Eure Skulpturen hingegen haben etwas ja wie schamanistische Objekte. Was wollt ihr mit denen machen? Ich wollte eigentlich nicht zaubern, es ist mir einfach so, vielleicht hat das zu tun mit Hexenanteilen in mir selber. Vielleicht hat das auch damit zu tun, wenn man Therapeutin wird, dass man ein bisschen Hex sein muss. Also die unteren Stockwerke vom Mensch, die seelischen, haben mich immer schon fasziniert, was da drinnen alles rumort an Geister und Gespenster und Teufel und ein bisschen schamanistische Teufelsaustreibung natürlich nicht schaden. Frau Eberle? Ihre Zeichnungen haben etwas, das mich an Reliefkarten erinnert. Ihr gebt eine Sicht von etwas. Was ist das etwas? Es sind auch eine Art wie Höhenkurven. Also es sind eine Art, wenn Sie eine Landkarte anschauen, dann nachher haben Sie auch Höhenkurven, die geben eine Dreidimensionalität. Und das analoge Prinzip habe ich auf die Früchte angewendet. Das sind eine Art Landkarten von Früchten. Was für Früchte sind das? Es sind alles Magnolienfrüchte. Die meisten Leute kennen das gar nicht, weil sich die hinter den Blättern verstecken. Ich bin am Baum gestanden, an einem Apéro von einer Hochzeit. Und habe gemeint, ich habe ein Plastikspielsäckchen an den Baum gehängt, bis ich genauer geschaut habe. Und dann hat meine Liebe zu diesen Früchten angefangen, sozusagen. Und was ist das für eine Maschine, die Ihnen die Zeichnungen macht? Man muss sich vorstellen, dass es früher die Architekten ihre Pläne mit sogenannten Plotter gemacht haben. Das waren gesteuerte Maschinen, die man einen Stift hineinsetzen konnte. Und ich habe herausgefunden, dass es immer noch so Maschinen gibt und habe die quasi auftrieben und mit denen zeichne ich.
Manchmal setze ich einen Tuschstift ein und manchmal einen Kugelschreiber und man kann sich ganz vieles vorstellen. Woher werdet ihr mit eurer Kunst gehen? Das ist etwas, was man nicht definitiv sagen kann, weil das Leben einem irgendwo hintreibt. Ich kann das nicht abschliessend beantworten. Es ist und bleibt spannend. Die Kreativität ist eine Art unerschöpflich und darum werden wir es sehen.